abzuarbeiten. Und ich rufe damit den Punkt 1 der Tagesordnung auf, das dritte Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage. Es gibt dazu Wortmeldungen, 4 an der Zahl. Und es beginnt Herr Ministerpräsident Bouffier aus Hessen. Bitte, Volker, du hast das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin jetzt im 22. Jahr Mitglied dieses Hauses und wir hatten schon öfter Sondersitzungen. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass wir schon einmal in einer Situation waren, in der wir gesetzgeberisch tätig werden zur Bewältigung einer Herausforderung, wie sie oft zitiert, die größte seit Bestehen unseres Landes ist. Ich habe zur Kenntnis genommen, dass insbesondere die Öffentlichkeit, vielleicht auch die Gerichtsbarkeit, besonderen Wert darauf legt, zu erfahren, welche Überlegungen uns eigentlich begleiten und welche grundlegend sind für das, was wir hier tun. Wenn das richtig ist, dann bin ich nicht bereit, das einfach durchzuwinken. Wir haben es noch nicht einmal, das Gesetz. Und deshalb, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, erlauben Sie mir ein paar Bemerkungen zu diesem Gesetz, aber auch zur Situation. Ich habe vor 8 Monaten, als wir auch getagt haben, darauf hingewiesen, dass die Corona-Pandemie die größte Herausforderung ist, die jedenfalls 3 Generationen unseres Landes erlebt haben. An der Einschätzung hat sich nichts geändert. Das wird uns auch noch etliche Monate begleiten. Und wenn Sie, Herr Präsident, auf die wirtschaftlichen und finanziellen Punkte hingewiesen haben, und ich füge mal hinzu, auch die gesellschaftlichen, dann wird uns diese Pandemie noch viele Jahre begleiten. Das ist der Rahmen, um den es eigentlich geht. Das ist eine Herausforderung für alle. Und damit unterscheidet sie sich zum Beispiel von der Finanzkrise. Da war ich auch Mitglied dieses Hauses, dachte damals, es wird mir nie wieder passieren, dass ich mal sozusagen im Stundentakt die Hand heben müsste. Damals redeten wir von Hilfspaketen von 500 Millionen. Das war bis dahin unvorstellbar. Aber im Grunde genommen hat es die Menschheit nur am Rande beschäftigt. Es hatte große wirtschaftliche Folgen, wie wahr. Aber niemand kam auf die Idee, sich mit der Frage auseinanderzusetzen, was passiert in unseren Krankenhäusern? Wie kriegen wir es hin, dass wir Oma noch mal besuchen können? Niemand kam auf die Idee, mir massenweise zu schreiben, dass es unerträglich sei, dass er nicht in sein Fitnessstudio gehen könne. Und wir hatten auch keine breiten Diskussionen, was machen wir in den Kitas und in den Schulen. Und kann man sich noch versammeln und mit Freunden treffen, mit einem, zwei oder mit wem auch immer. Das alles hat es nie gegeben, bei keiner einzigen Diskussion. Ich habe noch einmal nachgelesen, insbesondere im Hinblick auf die Debatte im Deutschen Bundestag, der ich vorhin bewusst gefolgt bin. Die Debatten im deutschen Parlament, auch im Bundesrat, bei der Notstandsgesetzgebung Ende der 60er Jahre. Diese Situation war auch extrem politisch anspannend, aber sie war völlig unvergleichbar mit heute. Heute gibt es eigentlich niemanden mehr, der von den Auswirkungen dieser Pandemie nicht betroffen ist, sowohl im Öffentlichen wie auch im Privaten. Der eine mehr, der andere weniger. Aber alle sind betroffen. Und deshalb ist diese Pandemie auch eine Herausforderung an alle. Und wenn man sich darüber im Klaren ist, meine Damen und Herren, dann ist auch klar, sie ist eine ganz besondere Herausforderung an die sogenannte Politik und vor allen Dingen natürlich auch an die Regierung. Und deshalb ist das, was wir hier machen, meine Damen und Herren, eine in der Tat in jeder Hinsicht außergewöhnliche Situation. Wir können uns nicht damit zufrieden geben, sozusagen die wissenschaftlichen Erkenntnisse zu sammeln und auszuwerten. Wir können uns auch nicht damit zufrieden geben, dass wir die Kritik, die durchaus im Einzelfall nachvollziehbar ist, alle versammeln und auch wohlfeile Kommentare, meistens nachher, helfen uns nichts. Politik muss entscheiden und Regierungen müssen vor allen Dingen entscheiden. Und dieser Verantwortung haben wir uns gestellt. Und das geht nur, wenn wir die Akzeptanz der Menschen im Land erhalten.
Und deshalb will ich einfach einmal darauf hinweisen, meine Damen und Herren, wenn wir mal schauen, wie das bisher gelaufen ist in den letzten 8 Monaten, dann ist es meine feste Überzeugung, wir haben keinen Anlass, uns zu verstecken. Wir haben auch keinen Anlass für Übermut, aber durchaus für gesundes Selbstbewusstsein. Es ist uns in Deutschland gelungen, besser als in vielen, vielen anderen Ländern, allemal in Europa, mit dieser Herausforderung zurechtzukommen. Wenn wir uns das anschauen, dann müssen wir doch sagen, das hat auch Gründe. Und nach meiner festen Überzeugung, und wir reden hier im Deutschen Bundestag, und ich bin mir sehr darüber bewusst, dass die Wirkmacht der hiesigen Reden eine andere ist wie im Deutschen Bundestag. Aus Rücksicht auf die Redezeit der Bundestagsfraktion habe ich dort darauf verzichtet. Aber weil es ja darum geht, was leitet uns, bitte ich um Nachsicht, dass ich das einmal deutlich mache. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass mit einer der wesentlichsten Gründe, warum uns das besser gelungen ist als anderen, die föderative Verfassung unseres Landes ist. Diese föderative Verfassung unseres Landes bewahrt uns in einem vernünftigen Check and Balance von Fehlentscheidungen, die kaum mehr zu korrigieren sind, ohne große Schäden. Ein Blick in die zentral verwalteten Länder nach Frankreich, nach Italien, in Großbritannien, da kann man das alles wunderbar studieren. Ich habe heute Morgen gelesen, dass der Mehrwert, den die Bürger dem föderativen System zumessen, ständig sinkt. Ich bedauere das, denn es ist in der Tat ein großer Mehrwert. Die Länder sind näher dran, sie können genauer arbeiten, sie können vernünftig differenzieren. Und gerade in dieser Krise hat sich dies aus meiner Sicht bewährt. Und wenn es dann heißt, man soll doch irgendwie zusammenarbeiten, ja klar. Und da muss man immer klar machen, die Länder sind nicht nachgeordnete Behörden des Bundes. Und dann braucht es ein Gremium der Koordinierung. Und das ist die Ministerpräsidentenkonferenz. Wenn es die nicht gäbe, müsste man sie ja geradezu erfinden. Wo soll denn versucht werden, 16 Länder und den Bund in irgendeiner Weise dort, wo es vernünftig ist, zusammenzubringen? Und deshalb ist mir es ein großes Anliegen, to whom it concerns und zu mitschreiben. Diese Ministerpräsidentenkonferenz ist nicht ein Hinterzimmerkränzchen irgendwelcher Art, eine finstere Versammlung von wem auch immer. Alle, die da sitzen, sind demokratisch legitimiert. Sie vertreten ihre Regierungen und ihr Land. Und sie stützen sich auf eine parlamentarische Mehrheit. Im Gegensatz zu vielen anderen, die in dieser Debatte sich gelegentlich auch zu Wort melden. Und deshalb, meine Damen und Herren, es ist mir wichtig, dass wir dieses richtig einordnen, weil die Pandemie wird uns noch eine ganze Zeit lang fordern. Und wir werden genau auf diese Systematik angewiesen sein. Und da hilft auch nichts, wenn es dann Kommentare gibt oder, ich bedauere das zutiefst, manche Konferenzen im Live-Ticker mancher Institute nachgelesen werden können. Das ist geschuldet moderner Technik und mangelnder Disziplin. Aber es nimmt nichts an der Richtigkeit der Strukturen. Und deshalb, meine Damen und Herren, ich kann nur uns gemeinsam immer wieder dazu auffordern, gehen wir selbstbewusst, auch und gerade mit den Institutionen, die wir haben und die sich sehr bewährt haben, um, dann haben wir auch die Chance, die eine oder andere kritische Bemerkung besser zu entgegnen. Und was mir viel wichtiger ist, das Vertrauen der Bevölkerung zu erhalten. Und deshalb, meine Damen und Herren, daran ändert auch nichts an der Richtigkeit all dieser Strukturen, wenn die einzelnen Entscheidungen, die wir alle in unterschiedlicher Weise durch Verordnungen getroffen haben, hier und da von den Gerichten aufgehoben wurden. Das ist in einem Rechtsstaat und bei einer Gewaltenteilung nur alles andere als etwas ganz Besonderes. Es ist sogar eine Errungenschaft. Und wenn Sie mir den kleinen Schlenker erlauben, es geht ja immer um die spannende Frage, wie wiegt man richtig aus den Schutz der Bevölkerung und auf der anderen Seite die Freiheit, die unsere Grundrechte sozusagen nicht nur garantieren, sondern sie sind die Grundlage unseres gesellschaftlichen und demokratischen Zusammenseins. Das richtig auszuwiegen, ist eine große Kunst. Und ich sage Ihnen, das gelingt mal besser und mal schlechter, das weiß ich sehr wohl. Wir haben in Hessen über 100 Verfahren vor dem Verwaltungsgerichtshof gehabt. Über 100. Wir haben ein einziges verloren.
Und das war ausgerechnet das, was wir selbst gar nicht wollten. Da ging es nämlich um die Öffnung der vierten Klassen in der Grundschule. Das hatten wir gemeinsam beschlossen, damals im April oder Mai. Also, die Bilanz ist nicht schlecht. Und deshalb hätten wir das Bundesgesetz nicht unbedingt gebraucht. Aber darum geht es nicht. Man muss sich auch immer darüber im Klaren sein und immer, welche Erwägungen leiten uns. Der Kollege Frey hat im Deutschen Bundestag, wie ich finde, am Schluss der Debatte eine sehr kluge Bemerkung gemacht. Er hat nämlich darauf hingewiesen, dass es in solchen Zeiten kein Schwarz und Weiß geben kann, richtig oder falsch, sondern es gibt durchaus beachtliche Interessen, die gegeneinander stehen und die man im demokratischen Konsens versuchen muss, abzuwägen, aber dann auch zu entscheiden. Und dann auch entscheiden heißt, dass eine parlamentarische Mehrheit diese Entscheidung trifft und der Respekt der Minderheit aber auch erwarten darf, dass die Minderheit dann anerkennt, dass eine Mehrheit so entschieden hat. Das gilt fürs Parlament, das gilt natürlich auch für all die da draußen, die wir heute erleben und für viele Menschen im Übrigen. Und deshalb, meine Damen und Herren, wir haben das doch alle erlebt, wenn Sie darüber sprechen, was macht denn Sinn? Und Sie bringen dann zum Beispiel die Erfahrungen, die wir gemacht haben. Wir sind ja ein ganzes Stück weiter als in der ersten Runde. Was haben wir denn in der ersten Runde gemacht? Wir haben festgestellt, dass in einem Altenheim eine Pandemie geschehen war und haben gleichzeitig die Kinderspielplätze und die Kitas geschlossen. Auf so etwas käme heute kein Mensch mehr. Daraus folgt natürlich, dass es zu unterschiedlichen Regelungen kommen muss. Ich habe immer wieder festgestellt, dass es natürlich ein völliges Verständnis gibt, wenn man sagt, pass mal auf, es macht doch keinen Sinn, wenn das Infektionsgeschehen ganz unterschiedlich ist in den Ländern, über Deutschland eine Leiste zu legen. Da stimmt jeder zu, um dann ungebremst im nächsten Satz zu sagen, es ist ein unerträglicher Flickenteppich. Ja, da muss man sich entscheiden. Und es bleibt dabei. Es ist nicht schwarz und weiß, sondern es ist eine Abwägung. Es besteht eine große Sehnsucht nach Planbarkeit. Ja, können wir Weihnachten wie auch immer feiern? Und was ist denn im Februar oder im März? Meine Partei beschäftigt sich ununterbrochen mit der spannenden Frage, wann können wir einen Parteitag eigentlich abhalten? Ja, verstehe das alles. Man möchte Planbarkeit. Das Dumme ist nur, diese Pandemie ist eine äußerst dynamische Angelegenheit. Ich habe niemanden in diesem Land gesehen, der uns erklären konnte vorher, erstens, dass wir im Oktober und November ein geradezu exponentielles Infektionsgeschehen erleben und was man dann denn bitte schön zu tun habe. Das Beispiel zeigt doch, dass bei aller richtigen Überlegung, dass wir planbar sind, dass wir die Leute nicht permanent in eine neue Situation schicken. Wir auf der anderen Seite aber darauf angewiesen sind, auf dynamisches Geschehen auch zu reagieren. Ich kann nicht nachvollziehen, wenn es bedeutende Stimmen gibt, jedenfalls bedeutende, weil sie häufig zitiert werden, die nicht einmal Verständnis darüber aufbringen, dass wenn wir am Montag getagt haben, gemeinsam mit der Bundesregierung, dann man sagt, lass uns noch mal wenigstens eine Woche drüber nachdenken, was wir denn jetzt eigentlich machen. Umgekehrt hätten wir am Montag beschlossen, ohne Kenntnis, was im Einzelnen passiert, was wäre denn dann? Dann hätte man uns gesagt, wie kann man denn so etwas tun? Und die Krönung von allem sind dann diejenigen, die uns sagen, ihr habt doch seit März Zeit gehabt, euch auf alles vorzubereiten. Diese Stichworte kennen Sie alle. Und deshalb, meine Damen und Herren, ja, ich kann manches verstehen, aber wir haben die Verpflichtung, darauf einzugehen. Und deshalb werde ich mich heute nicht damit begnügen, hier einfach die Hand zu heben, sondern ich will auch einiges anmerken. Wenn es darum geht, dass wir sagen, wir haben eine zu hohe Infektion, viele Menschen sind in Gefahr, ernsthaft zu erkranken, wir stellen fest, dass auch die Zahl der Menschen, die leider ihr Leben lassen, ständig steigt. Und wir dann davon ableiten und sagen, wir müssen die Infektionen zum Runterbringen. Die Zahlen sind zu hoch. Ja, wer bestreitet das denn? Sagen alle, hast du völlig recht, das müssen wir machen. Um dann anschließend zu erklären, das ist grundsätzlich richtig, aber doch nicht bei mir in der Gaststätte, doch nicht bei mir auf meinem Sportplatz, doch nicht bei mir in meinem Fitnessstudio. Ich habe ein tolles Hygienekonzept.
Und dann je nachdem, wer gerade wie auch am lautesten trommelt, wird die allgemeine Akzeptanz extremst strapaziert. Und deshalb ist mir sehr wichtig, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Gesetzgebung in Ehren hochzuhalten. Für einen gelernten Rechtsanwalt und Notar muss mir das niemand erklären. Aber eine Illusion sollten wir nicht haben. Weder mit dem neuen Gesetz und schon gar nicht mit dem § 28a, der so breit diskutiert wurde, noch mit unseren Verordnungen werden wir erfolgreich diese Pandemie bekämpfen. Wir werden sie nur bekämpfen, wenn wir die breite Akzeptanz der Bevölkerung erhalten und wenn die Menschen aus eigenem Interesse sagen, ja, ich halte mich an die Regeln. Und wir können doch erfreut feststellen, dass in den zurückliegenden Monaten die allergrößte Zahl der Menschen genauso sich verhalten hat. Das ist der tiefste Grund, warum wir neben vielem anderen erfolgreich waren. War es allerdings auch, diese Akzeptanz schwindet. Sie wird weniger. Nicht unbedingt mit denen oder wegen derer, die da mit dem Aluhut rumlaufen oder auch andere. Wir sollten keine Illusionen haben. Aber wenn Sie heute in der FAZ sich mal anschauen, die Allensbach-Umfrage ist das, glaube ich, wo man sehr schön nachvollziehen kann, wie die Akzeptanzzahlen nach unten gehen. Das muss ein Weckruf sein. Wir dürfen uns da nicht zurücklehnen, um eines Tages mal festzustellen, die Mehrheit ist jetzt doch nicht mehr der Auffassung, dass das im Großen und Ganzen jedenfalls stimmt. Und deshalb bleibt es für uns eine der großen Herausforderungen, dass wir erklären, was wir tun, dass wir erklären, warum wir es tun und nicht denen die Bühne überlassen. Weder Parlament, das tun wir eh nicht, aber auch nicht in den Medien und schon gar nicht auf der Straße, die nun häufig in sehr, sehr unangemessenen Beiträgen versuchen, die Stimmung zu kippen. Und deshalb, meine Damen und Herren, das ist für mich eigentlich die Grundlage. Und das ist es, was wir alle miteinander in unseren Regierungen immer wieder besprechen, abwägen und dann zugegebenermaßen häufig unter großem Zeitdruck miteinander beschließen. Ich begrüße ausdrücklich, dass der § 28a jetzt aufgenommen hat, die Grundrechtseinschränkungen und die Maßnahmen. Sie bilden somit ein besseres gesetzliches Fundament als das, was wir bisher in der Generalklausel hatten. Das ist unbestreitbar. Ich halte allerdings die Erwartungen, die mit diesem Schritt verbunden sind, in beide Richtungen für völlig überzogen. Auch heute Morgen im Deutschen Bundestag konnte man das wieder erleben. Da sind die einen, die sprechen von Gesundheitsdiktatur. Da sind jene, die sprechen davon, dass das ein Ermächtigungsgesetz sei und ziehen bewusst Parallelen zu 1933. Meine Damen und Herren, in diesem Hause ist weder Beifall noch Missfallen üblich. Das ist für jeden Redner eine Herausforderung. Aber eins will ich deutlich mal sagen. Wer so argumentiert, verhält sich schäbig und unverantwortlich. Und das muss man auch immer wieder sagen, damit jeder weiß, wo wir in diesem Lande stehen, meine Damen und Herren. Und deshalb, das halte ich für nicht nur völlig überzogen, sondern schlicht für schäbig. Trotzdem hat es natürlich Wirkung. Und mancher, der auch nicht mehr in der Sonne der öffentlichen Aufmerksamkeit steht, wird leicht verführt, seinen Kommentar dann auch noch loszuwerden, um dann heute im Deutschen Bundestag zitiert zu werden. Der eine oder andere weiß, wen ich meine. Ich würde manchem Kollegen raten, er möge doch seine Freizeit, wenn er sie denn noch hat, auch im Ruhestand, uns zur Verfügung stellen. Ich lade ihn herzlich ein, mal an den Beratungen teilzunehmen und dann gleichzeitig mit der Ärzteschaft, den Krankenhäusern, den Bussen, den Schulen, den staatlichen Einrichtungen und den kommunalen als Schulträger und vieles andere, doch an so einer Diskussion mal teilzunehmen, damit der hohe akademische Blick vielleicht noch eine Verbindung findet mit den Realitäten vor Ort. Und deshalb, meine Damen und Herren, diese Debatte mutet mich gelegentlich höchst akademisch an, auch im Hinblick darauf, dass nun manche immer erklären, das Parlament müsse entscheiden. Jawohl! Und dann wird damit noch verbunden die Erwartung, wenn es im Parlament diskutiert und entschieden wird, dann wird die Akzeptanz in der Bevölkerung ganz großartig sein. Ich bin viele Jahre Parlamentarier und kenne Opposition, kenne auch Regierung.
Ich habe ein professionelles Verständnis, dass diese Debatte vorzugsweise eine oppositionelle ist. Und ich stelle fest, wenn ich mir die Debatten in den Landtagen anschaue, auch heute im Deutschen Bundestag, da muss man schon viel Vertrauen haben, wenn man glaubt, dass solche Debatten die Akzeptanz steigern. Nun wird das in Ihren Ländern so sein. Bei uns ist das noch nicht so weit entwickelt, dass die Bürger alle den Verhandlungen des Hessischen Landtages ununterbrochen beiwohnen und über Livestream dann das sich alles anhören. Auch die Anzahl derer, die die Protokolle anschließend liest, ist überschaubar. Also von mir aus, und ich verstehe durchaus, und das ist keine Kritik an der Grundlinie, aber es ist ein Einwand davon, sich zu viel zu erhoffen. Wer diese Debatten zum Teil erlebt, der ist doch nicht von dieser Welt, wenn er anschließend glaubt, das hätte eine höhere Akzeptanz. Ganz im Gegenteil. Die Diskussion und die Unkultur, die wir da zum Teil erleben, ist der Gemeinschaft nach meiner Überzeugung nicht dienlich. Und deshalb, meine Damen und Herren, das Ganze ist richtig. Deshalb werden wir auch zustimmen. Aber mir war notwendig und sehr, sehr wichtig, das Ganze ein Stück einzuordnen. Wir werden nicht das letzte Mal heute über Corona reden. Ganz sicherlich nicht. Und wir werden noch häufig vor schwierigen Erfahrungen stehen oder Herausforderungen. Und da ist mein Wunsch, dass wir in ganz großer Zahl und möglichst in Übereinstimmung dieser Herausforderungen begegnen. Und verehrter Herr Bundesgesundheitsminister, wir haben es oft genug miteinander besprochen, es gibt einen Punkt, da tue ich mich extrem schwer. Das ist die Regelung mit den Krankenhäusern. Wir haben alle unterschiedlich, aber alle das Kernthema, was passiert eigentlich, wenn die Kapazitäten in unseren Krankenhäusern und in unserem Gesundheitssystem mehr oder weniger sich den Punkten nähern, wo wir nicht mehr in der Lage sind, Menschen angemessen zu behandeln. Und diese Frage ist wichtiger als Fitnessstudio und Gaststätten. Der Bundesgesundheitsminister hat zu Beginn dieser Debatte im März oder wann gesagt, wir werden uns vieles verzeihen müssen. Kann sein. Mancher wird sich überlegen, wie er seine persönliche Einschätzung zu all den Maßnahmen hat. Und das ist zu akzeptieren, wenn sie sehr unterschiedlich ausfällt. Aber im Großen und Ganzen gibt es immer noch eine Zustimmung. Ich glaube, dass sie ganz besonders sensibel ist. An diesem Punkt sind wir noch in der Lage, Menschen angemessen zu behandeln. Das werden sie uns nicht mehr verzeihen. Und dann ist eben die spannende Frage, wenn man sieht, wie die Intensivstationen, aber auch die Normalstationen ständig stärker belastet werden. Wir gleichzeitig feststellen, dass das Pflegepersonal immer weniger wird, weil die sich auch infizieren, in der Regel nicht im Krankenhaus. Haben wir eine Steigerung der Anforderungen bei gleichzeitiger Verminderung derer, die die Anforderungen erbringen. Und das führt zwangsläufig zu der spannenden Frage, wie können wir intelligent unsere Patienten steuern? Wie können wir sie so steuern, dass ihnen möglichst gut geholfen werden kann? Und dann stellen wir fest, dann stellt sich sehr bald die Frage der elektiven Eingriffe. Wir haben sie im Frühjahr verboten und das hat sozusagen dann zusätzliche Kapazitäten ermöglicht. Ich bin ganz dabei, wenn der Bundesgesetzgeber jetzt sagt, wir wollen die Fehlentwicklungen, die wir in dieser Entscheidung dann gesehen haben, nicht nochmal haben. Das sehe ich ganz genauso. Da ist manches nicht so gelaufen und die Bettenfreihaltepauschale hat gelegentlich auch manchen wohl dazu verführt, sich nicht sachgemäß zu verhalten. Das will ich nicht wiederholen. Aber wir haben in Hessen ein System, das sind wir überall gelobt worden, auch vom Bundesgesundheitsminister. Das ist eben nicht orientiert an Kreisen, sondern an Regionen. Das macht auch Sinn. Und wir haben die Situation, dass ich sehr wohl zur Kenntnis genommen habe, dass die Allgemeinversorger dort nochmal auch in der erneuten Runde verbessert wurden. Das löst aber mein Problem der Spezialversorger in gar keiner Weise. Ich habe in meinem Land einen großen Herzversorger, furchtbarer technischer Ausdruck, ein großes Krankenhaus, das exzellent auf diesem Gebiet ist, da liegen bei uns die zweitmeisten Corona-Patienten. Die sind aber in dem neuen Gesetz nicht mehr dabei. Und das stellt uns für außergewöhnlich große Herausforderungen. Und ich hätte es sehr begrüßt,
Wenn wir die Chance gehabt hätten, hier noch einen Weg zu finden, der diese Herausforderungen besser hätte lösen können. Deshalb werden wir heute uns der Protokollerklärung der Länder Niedersachsen und anderer anschließen, weil ich glaube, dass wir an dieser Stelle noch einmal uns unterhalten müssen. Ich kann Ihnen zur Stunde gar nicht sagen, wie wir das jetzt lösen werden, aber es hat große Konsequenzen und von daher muss ich dies anmerken und bitte das auch richtig zu verstehen. Der Bundesgesundheitsminister kennt diese Sorgen. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, der letzte Punkt beschwert uns in besonderer Weise, aber wir nehmen unsere Verantwortung wahr. Die Verantwortung für dieses Land und die Verantwortung auch und gerade dafür, dass wir diese Herausforderung angemessen meistern. Das können wir nur zusammen. Und deshalb wird Hessen sich nicht an die Seite stellen, sondern wir werden diesem Gesetz zustimmen. Vielen Dank. Herzlichen Dank, lieber Kollege Bouffier. Als nächster spricht zu uns der erste Bürgermeister der Hansestadt Hamburg, Dr. Tschentscher. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, es ist vielfach gesagt worden, die Corona-Pandemie ist für unser Land eine der größten Krisen seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Über 800.000 Menschen haben eine Infektion durchgemacht. Bis heute sind mehr als 13.000 Menschen daran verstorben. Die Pandemie hat unser Leben tiefgreifend verändert. Sie verlangt von den Menschen in den Krankenhäusern, Praxen, Laboren, in den Gesundheitsämtern und Pflegeeinrichtungen, in der Forschung und in vielen anderen Bereichen außergewöhnliche Leistungen. Dadurch und mit der großen Disziplin der Bürgerinnen und Bürger konnten wir in Deutschland die erste Welle der Pandemie eindämmen und jetzt auch die zweite Welle brechen. Die dramatische Entwicklung in anderen Ländern und die Daten der Wissenschaft belegen, dass wir mit unserem Vorgehen das Leben zehntausender Menschen schützen und unzählige Covid-19-Erkrankungen verhindern konnten. Die Anstrengungen haben sich auch in wirtschaftlicher Hinsicht gelohnt. Denn eine ungehinderte Ausbreitung des Coronavirus führt nicht nur in kürzester Zeit zu einer Überlastung des Gesundheitswesens, sondern auch zu einer dramatischen Schädigung der Wirtschaft, die wir in Deutschland verhindern konnten. Dazu beigetragen haben Bund und Länder, indem wir mehr Wirtschafts- und Finanzhilfen für die von der Corona-Krise besonders betroffenen Unternehmen und Branchen geleistet haben, als alle anderen Länder der Europäischen Union zusammen. Nach allem, was aus der Impfstoffentwicklung berichtet wird, bin ich mittlerweile auch sehr zuversichtlich, dass unsere Strategie insgesamt aufgeht und dank der herausragenden Leistungen der Mediziner, Wissenschaftler, Pharmazeuten bald ein wirksamer Impfstoff zur Verfügung steht und wir damit endlich Licht am Ende des Tunnels sehen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Corona-Pandemie ist neben den komplexen Anforderungen bei der praktischen Pandemiebekämpfung auch eine bisher nicht bekannte Herausforderung für unser Staatswesen, unsere Verfassung und die Demokratie. Unsere Verfassungsordnung und unser Rechtssystem haben sich auch in dieser außerordentlichen Krise bewährt. Die für den Infektionsschutz und die Gefahrenabwehr zuständigen Länder haben wirksame rechtliche Vorgaben für die Eindämmung der Pandemie geschaffen. Sie sind nach unserer Rechtsordnung dafür zuständig und gegenüber ihren Parlamenten und den Bürgerinnen und Bürgern demokratisch verantwortlich. Dabei haben die Länder untereinander und mit der Bundesregierung gut zusammengearbeitet. Gemeinsam konnten wir das erforderliche Wissen sammeln, wirkungsvolle Maßnahmen nach den regionalen Besonderheiten vereinbaren und diese fortlaufend an die sich ändernde Lage anpassen. Die Erfolge der Pandemiebekämpfung sind damit auch ein Erfolg des kooperativen Föderalismus. Sie sind zugleich der Erfolg eines Infektionsschutzrechts, das den Ländern die Handlungsmöglichkeiten gibt, die in dieser ernsten Lage erforderlich sind. Über den Vollzug des Infektionsschutzrechts haben unsere Gerichte gewacht.
Die Richterinnen und Richter haben die Corona-Maßnahmen fortlaufend auf ihre Rechtmäßigkeit, insbesondere auf ihre Verhältnismäßigkeit geprüft. Und sie haben diese in einer Vielzahl von Entscheidungen als rechtmäßig bestätigt. Dabei haben die Gerichte betont, dass die Länder in der Pandemiebekämpfung über Beurteilungs- und Entscheidungsspielräume verfügen müssen, dabei aber Maßnahmen, die zu Einschränkungen grundrechtlicher Freiheiten führen, mit kurzer Laufzeit zu befristen und fortwährend zu evaluieren haben. Diesen Vorgaben sind die Länder nachgekommen. Wir haben in Hamburg unsere Eindämmungsverordnung fortlaufend aktualisiert, dabei die jeweils aktuellen Erkenntnisse einbezogen und, wann immer das Infektionsgeschehen es zuließ, Einschränkungen auch wieder zurückgenommen. Dies ist erforderlich, um die Schutzpflicht des Staates für das Leben und die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger mit ihren Freiheitsrechten in Ausgleich zu bringen. Die wissenschaftlichen Auswertungen des Pandemieverlaufs zeigen gleichwohl deutlich, dass ein rechtzeitiges Einschreiten entscheidend zum Erfolg der Maßnahmen beiträgt. Es kommt darauf an, im richtigen Moment schnell zu handeln. Ein Vergleich mit anderen Ländern in Europa zeigt, dass wir dadurch deutlich weniger einschneidende Maßnahmen nutzen mussten und somit die Freiheiten der Bürgerinnen und Bürger besser gewahrt haben. Bundestag und Bundesrat haben das Infektionsschutzrecht bereits durch 2 Gesetze im März und im Mai dieses Jahres an die aktuelle Lage angepasst. Mit dem nun vorliegenden Entwurf eines 3. Gesetzes zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite werden die rechtlichen Rahmenbedingungen weiter verbessert. Die für die Eindämmung der Pandemie erforderlichen Maßnahmen, die sich bislang auf eine Generalklausel im Infektionsschutzrecht stützen mussten, erhalten jetzt ein stärkeres gesetzliches Fundament. Der neue § 28a des Infektionsschutzgesetzes soll dem verfassungsrechtlichen Gebot des Gesetzesvorbehalts Rechnung tragen und zugleich ausreichend Handlungsmöglichkeiten der Länder für einen wirksamen Schutz von Leben und Gesundheit sicherstellen. Dazu benennt der Absatz 1 als Regelbeispiele genau die Schutzmaßnahmen, die sich in den vergangenen Monaten bewährt haben. Diese ausdrückliche Nennung im Gesetz erhöht die Rechtssicherheit unserer Verordnung. Dabei ist der Katalog der Schutzmaßnahmen nicht abschließend, um die notwendige Flexibilität des Vorgehens in der Pandemie weiterhin zu gewährleisten. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ausdrücklich ist nunmehr im Gesetz klargestellt, dass die Eindämmung der Corona-Pandemie umfassende Schutzmaßnahmen rechtfertigen, auch wenn diese mit Einschränkungen von Freiheitsrechten einhergehen. Sie sind ein Sonderopfer, das wir zum Schutz der Älteren und Schwächeren, zum Schutz von Leben und Gesundheit aller Bürgerinnen und Bürger solidarisch erbringen müssen. Der Bundesgesetzgeber verleiht diesen Maßnahmen damit eine zusätzliche demokratische Legitimation und sichert sie mit einem Parlamentsvorbehalt ab, in dem die Maßnahmen nur dann getroffen werden dürfen, wenn der Bundestag eine epidemische Lage von nationaler Tragweite feststellt. Absatz 3 des neuen § 28a stellt klar, dass die Schutzmaßnahmen am regionalen Infektionsgeschehen auszurichten sind. Auch das war in den letzten Monaten ein ständiges Thema zwischen uns in der Ministerpräsidentenkonferenz. Das heißt, es ist immer flexibel vor Ort zu handeln. Als wesentlicher Indikator hierfür weist das Gesetz die sogenannte 7-Tage-Inzidenz aus. Durch das Wort insbesondere macht die Regelung aber deutlich, dass weiterhin natürlich nicht allein die Inzidenz bei der Beurteilung des Infektionsgeschehens zu beachten ist. Denn wie bisher müssen die Länder neben der Inzidenz viele weitere Faktoren berücksichtigen. Die Gesamtzahl der Infektionsfälle, ihre Verteilung auf die Altersgruppen, die besondere Schutzbedürftigkeit bestimmter Personen, die Auslastung des Gesundheitswesens, die Kapazität zur Nachverfolgung von Kontakten bei Infektionsfällen, die aktuellen epidemiologischen Erkenntnisse und die Auswirkungen der Schutzmaßnahmen auf andere Rechtsgüter, insbesondere ihre sozialen, gesundheitlichen und wirtschaftlichen Folgen. Das neue Gesetz ruft dazu auf, spätestens ab der Überschreitung der Schwellenwerte von 35 bzw. 50
Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Aber auch vor dem Erreichen dieser Werte können und müssen Maßnahmen getroffen werden. Hamburg hat im Vergleich zu anderen Metropolen vor allem auch deshalb einen günstigeren Verlauf der Infektionsdynamik erreicht, weil wir zum Teil deutlich vor Überschreitung der 35er-Schwelle private Feierlichkeiten und öffentliche Versammlungen beschränkt, Alkoholverkaufsverbote erlassen, eine Maskenpflicht im öffentlichen Raum eingeführt und eine Sperrstunde in der Gastronomie eingeführt haben. Diese Gestaltungsspielräume bei den Schutzkonzepten sind in der Rechtsprechung anerkannt und sie sind auch geboten. Nur so können die Länder weiterhin erfolgreich die Pandemie bekämpfen. Das Coronavirus und der Verlauf der Pandemie haben bereits zu vielen unerwarteten Erkenntnissen geführt und können noch zu weiteren unvorhergesehenen Lagen führen. Auch dafür müssen wir gewappnet sein. Insgesamt stellen die Regelungen im Gesetzesentwurf zu den Schutzmaßnahmen in der Corona-Pandemie eine gute Ergänzung des bisherigen Rechtsrahmens dar, der die Rechtssicherheit erhöht und weiterhin einen wirksamen Schutz von Leben und Gesundheit der Bevölkerung durch die hierfür verantwortlichen Länder ermöglicht. Die Freie und Hansestadt Hamburg begrüßt den vorliegenden Gesetzesentwurf und wird ihm zustimmen. Herzlichen Dank allen, die an dem Gesetzgebungsverfahren beteiligt waren und insbesondere denjenigen, die es im Deutschen Bundestag initiiert haben. Herzlichen Dank. Danke, Kollege Tschentscher. Als nächster spricht nach der Desinfektionspause Minister Professor Dr. Hoff aus Thüringen. Bitte schön. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen hier im Saal, aber ich richte mich in dem, was ich sagen möchte, insbesondere auch an diejenigen, die im Livestream dieser Debatte folgen oder die Debatte später in den sozialen Netzwerken nachverfolgen werden. Der Coronavirus stellt unsere bisherige und viele unserer bisherigen Gewissheiten auf eine harte Probe. Und aus vielen Gesprächen mit Freundinnen und Freunden, Bekannten, auch Verwandten, stelle ich fest, dass unglaublich viele Menschen Angst haben, weil er unserem Bedürfnis nach Sicherheit, dem Bedürfnis, dass wenn diese Sicherheit in Frage gestellt wird, genau zu wissen, wer ist der Verursacher, wo kommt das her, wann wird das zu Ende sein, was kann man genau dagegen tun, nicht Rechnung trägt, sondern er provoziert Fragen. Wir können quasi live verfolgen, wie auf eine neue Herausforderung wissenschaftlich tätig ist. Sie stellt Hypothesen auf. Den Hypothesen wird widersprochen. Es kommen neue Erkenntnisse hinzu. Es werden Daten gesammelt. Und das alles verfolgen wir. Und wir sind Teil dieses wissenschaftlichen Prozesses, weil wir alle vulnerabel sind, weil wir alle von diesem Virus betroffen sein können. Und das macht uns unsicher. Und das prägt die öffentliche Diskussion. Das prägt die private Diskussion. Das zerreißt Familien. Das stellt Freundeskreise, Kollegenkreise in totalen Stress. Und das zeigt auch, wie unglaublich angespannt die Diskussion in den sozialen Netzwerken ist. Und deshalb ist das Gespräch, das wir führen, wichtig. Es ist auch wichtig, das Gespräch mit denjenigen, die demonstrieren. Weil allein die Tatsache, dass demonstriert wird, Ausdruck davon ist, und darauf werde ich gleich auch nochmal eingehen, dass wir weit entfernt sind, den Begriff der Diktatur auch nur ansatzweise berechtigt, in unserer aktuellen Situation in den Mund zu nehmen. Wer über Diktaturen redet, der soll nach Weißrussland schauen, der kann in andere Länder schauen, der kann in unsere Geschichte schauen. Aber diejenigen, die heute auf der Straße sind, sind diejenigen, die ihre Position artikulieren. Und mit denen muss auch das öffentliche Gespräch geführt werden. Und das ist der Grund, warum ich mich auch hier nochmal gemeldet habe. Ich habe gestern in einem kleinen Tweet 2 Minuten erklärt, warum ich den Vorwurf, es würde sich bei diesem Bevölkerungsschutzgesetz um ein Ermächtigungsgesetz handeln, historisch falsch finde. Auch dazu werde ich gleich nochmal was sagen. Aber ich bin gefragt worden, das ist auch berechtigt, warum
die Partei, der mein Ministerpräsident angehört, im Bundestag gegen dieses Gesetz stimmt und der Ministerpräsident unserer rot-rot-grünen Koalition mich und die Landesregierung mich aufgefordert haben, als Vertreter des Freistaats Thüringen für dieses Gesetz zu stimmen. Ministerpräsident Ramelow hat wahrnehmbar gefordert, dass das, was wir als Landesregierung, was die Bundesregierung tut, auf eine parlamentarische Grundlage, eine stärkere parlamentarische Grundlage gestellt wird. Der Ministerpräsident hat deutlich gemacht, in Übereinstimmung mit dem Bundestagspräsidenten und dem Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Deutschen Bundestages, dem entspricht auch ein Gutachten, das der Wissenschaftliche Dienst des Landtags Rheinland-Pfalz herausgegeben hat, dass die Generalklausel des Infektionsschutzgesetzes nicht dauerhaft die Grundlage unseres Agierens als Regierung in dieser Pandemie sein kann. Und wenn wir nun, und das ist der Unterschied zwischen dem Deutschen Bundestag, in dem es eine Opposition gibt, und Regierungsfraktionen, die die Regierung stützen, in diesem Bundesrat sitzen keine Abgeordneten, die vom Volk gewählt sind, sofern sie nicht einzelne Landesregierungsmitglieder auch Landtagsabgeordnete sind, sondern der Bundesrat setzt sich zusammen aus den Vertreterinnen und Vertretern der Landesregierung. Und wenn wir heute über ein Gesetz abstimmen, das unsere eigenen Kompetenzen insoweit beschneidet, dass sie an die Legislative stärker abgegeben werden, dann kann man nicht als Mitglied einer Landesregierung, wenn man genau dieses Ziel verfolgt, diesem Gesetz nicht zustimmen. Aber es kann gute Gründe geben, warum eine Opposition im Deutschen Bundestag artikuliert, dass ihr dieses Gesetz nicht weit genug geht. Aber ich kann als jemand, der mit dem Ministerpräsidenten übereinstimmt, dass wir den Parlamenten, auch den Landesparlamenten, mehr Recht geben müssen, nicht guten Gewissens für den Freistaat Thüringen diesem Gesetz an dieser Stelle nicht zustimmen. Und das erklärt auch, warum wir hier natürlich Repräsentantinnen und Repräsentanten politischer Parteien sind, die Koalitionen und Regierungen bilden. Aber wir sind ein föderaler Bundesstaat und das ist die Kammer der Landesregierung und so stimmen wir ab. Ich habe gesagt, das ist, und stehe dazu, dass diese Klärung der Rechte zwischen Landesregierung zugunsten der Rechte des Bundestages unverzichtbar ist. Ich sage bewusst, aber unverzichtbar und nicht alternativlos. Das hat einen Grund. Ich kann die Behauptung des politischen Betriebs, dass Entscheidungen alternativlos sind, schon deshalb nicht leiden, weil wir alle, die dies artikulieren, wissen, dass es nicht richtig ist. Es gibt immer eine Alternative. Der Punkt ist nur, die Alternative muss deutlich machen, dass sie die bessere ist. Ich sehe tatsächlich keine bessere Alternative zu dieser Regelung, die wir hier treffen, unter dem Gesichtspunkt der Abgabe von Kompetenzen an die Parlamente. Aber auch für dieses Gesetz gilt, und insofern stimme ich dem, was Christoph Degenhardt als Verfassungsrechtler heute im Tagesspiegel gesagt hat, in Übereinstimmung mit manch anderen und auch Argumenten, die von den demokratischen Parteien im Deutschen Bundestag aus der Opposition vorgetragen wurden, aus der FDP, aus der Partei Die Linke, auch Abgeordnete der Grünen, die im Bundestag heute nicht für dieses Gesetz gestimmt haben. Natürlich gilt auch für dieses Gesetz, der Bessere ist des Feind des Guten. Und natürlich wird auch dieses Gesetz angepasst werden. Aber für das, was wir wollen, dass es klarere Rechtsgrundlagen gibt, dass es klarere parlamentarische Kompetenzen gibt, vor dem Hintergrund, dass der Senat in Bremen der Bürgerschaft einen Gesetzentwurf übermittelt hat, wo es um die Stärkung der Parlamentsrechte geht. Wir werden in unserer nächsten Kabinettssitzung genau die gleiche Diskussion führen, um unseren Landtag auch analog zum Bundestag mit mehr Kompetenzen in dieser Frage auszustatten. Insofern, ich halte diesen Gesetzentwurf an dieser Stelle tatsächlich für unverzichtbar. Ja, natürlich gibt es Alternativen, aber ich halte sie nicht für besser und auch deshalb kann man diesem Gesetz zustimmen. Und jetzt sind wir wieder bei diesem Punkt, dass Menschen artikulieren, es sei ein Ermächtigungsgesetz. Da gibt es einige, die sagen, naja, kann doch keiner sagen, das sei kein Ermächtigungsgesetz, da steht ja über 30 Mal drin, dass der Begriff Ermächtigung. Okay, das zeugt davon, dass nicht ganz klar ist, was mit Ermächtigungsgesetz gemeint ist.
Deshalb an dieser Stelle auch nochmal für diejenigen, die dieser Debatte hier zuschauen. Das Ermächtigungsgesetz war das Gesetz, dem 288 Nationalsozialisten im Reichstag zugestimmt haben und mit der die Gewaltenteilung in Deutschland aufgehoben wurde. 94 sozialdemokratische Abgeordnete haben gegen dieses Gesetz gestimmt und die 81 Abgeordneten der KPD konnten nicht mehr dieses Gesetz ablehnen. Die waren nämlich entweder schon verhaftet oder auf der Flucht. Und ein Gesetz, das die Gewaltenteilung aufhebt, trägt zu Recht den Namen Ermächtigungsgesetz. Dieses Gesetz, das die Rechte des Parlaments stärkt, das Maßnahmen zeitlich befristet, das die Kontrollfähigkeit gegenüber der Regierung stärker macht, dieses Gesetz, das sich im Zweifel auch, und das ist bereits angekündigt, der gerichtlichen Untersuchung stellen lassen muss, das möglicherweise aufgrund gerichtlicher Entscheidung korrigiert werden muss, das kann niemand ernsthaft als ein Ermächtigungsgesetz mit Verweis auf das Ermächtigungsgesetz der Nationalsozialisten bezeichnen. Und wer dies tut, argumentiert ganz bewusst ahistorisch. Wer dies tut und heute Angela Merkel, unsere Bundeskanzlerin, mit Adolf Hitler vergleicht, der setzt Dinge gleich, weil er meint, dass es zum politischen Geschäft gehört, in einer Erregungsdemokratie nicht Vergleichbares miteinander zu vergleichen und den Eindruck zu erwecken, dass wir uns in einer Meinungsdiktatur befinden würden. Und an dieser Stelle sage ich auch, nicht alle, die heute vor dem Deutschen Bundestag demonstriert haben, bezeichne ich als Corona-Leugner, sondern es gibt darunter mit Sicherheit eine Reihe von Menschen, die haben tatsächlich Angst. Die haben Angst um unsere freiheitliche Grundordnung, die haben Angst, dass politische Akteure sozusagen Lust an der autoritären Versuchung bekommen. Das ist völlig berechtigt. Diese Debatte muss geführt werden. Wer mit dieser Position auf die Straße geht, ist das notwendige Korrektiv jeder politischen Entscheidung in unserer Demokratie. Aber unter denjenigen, die heute demonstrieren, waren evidente Rechtsextreme, Reichsbürger, Verschwörungstheoretiker, Corona-Leugner. Und wenn mir häufig vorgeworfen wird, ich würde die alle in einen Topf werfen, sage ich ganz ehrlich, diejenigen, die mit einer demokratischen Grundüberzeugung Furcht haben, dass in der Corona-Situation etwas ins Rutschen gerät, was unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung in Frage stellen könnte. Mit denen diskutiere ich gern. Der Punkt ist, ich kann sie nicht mehr rausfinden in dieser Menge an Rechtsextremen und Corona-Leugner, die auf der Straße sind. Und insofern machen Sie sich erkennbar als Demokratinnen und Demokraten. Lassen Sie uns gemeinsam diskutieren. Aber zeigen Sie auch Ihre deutliche Differenz zu denjenigen, die Corona-Leugner, Rechtsextreme, Verschwörungstheoretiker sind. Und insofern, nicht ich schere über alle über einen Kamm, sondern es fällt mir schwer, sie zu differenzieren. Machen Sie sich als Demokratinnen und Demokraten erkennbar, indem Sie sich von denjenigen distanzieren, die ein billiges Geschäft zur Abschaffung unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung führen. Als ich gestern diesen 2-Minuten-Tweet zum Thema, warum das Bevölkerungsschutzgesetz kein Ermächtigungsgesetz ist, abgesetzt habe, bekam ich unmittelbar danach einen Tweet mit der Drohung, mich vors Kriegsgericht zu stellen und abzuurteilen. Es wurde mir ein Brief geschickt, der darauf hinweist, dass meine Familie ausgewiesen wird, dass ich ins Lager kommen werde. Machen Sie sich, diejenigen, die Demokratinnen und Demokraten sind, erkennbar, und distanzieren Sie sich von denjenigen, die meinen, dass der Schutz der freiheitlich-demokratischen Grundordnung darin besteht, andere vors Kriegsgericht stellen zu wollen. Das ist nämlich die Rhetorik der Nationalsozialisten und nicht derjenigen, die eine Demokratie schützen wollen. Heute haben Menschen vor dem ARD- und ZDF-Gebäude gerufen, wir sind das Volk. Ja, stimmt. Sie sind Teil eines Volkes. Sie sind aber nicht die Mehrheit des Volkes. Warum stresst mich das, wenn Sie rufen, wir sind das Volk? Es ist völlig in Ordnung, dass das gerufen wird, wir sind das Volk. Aber diejenigen, die im September 1989 in einer Kirche in Leipzig das erste Mal Transparente gegen die DDR-Diktatur hochgehalten haben, die auf die ersten Demonstrationen im Herbst 89 gegangen sind, die nicht wussten, ob sie verhaftet werden, ob ihre Familie nicht weiß, wo sie inhaftiert werden. Diejenigen, die auf der Straße waren am 6. Oktober und nicht wussten,
ob die zusammengezogenen NVA-Kräfte und Polizeieinheiten schießen werden. Die hatten tatsächlich Mut, weil die haben dazu beigetragen, dass ein Volk gegen eine tatsächliche Diktatur aufgestanden ist. Wer heute ruft, wir sind das Volk, muss sich zwei Sachen klar sein. Es ist nicht wahnsinnig mutig, es ist Maulheldentum. Punkt 1 und Punkt 2, und das ist der große Irrtum, der häufig umläuft. Es ist kein Ausdruck von eingeschränkter Meinungsfreiheit, wenn man mit seiner eigenen Position keine Mehrheit hat. In unserem Land darf man alles sagen, was nicht strafbar ist. Das ist Meinungsfreiheit und die schränkt niemand ein. Und lassen Sie mich zum Abschluss noch auf eins hinweisen. Diese Maske, die ich trage, darauf habe ich gestern auch hingewiesen, schützt andere Menschen. Das Tragen einer Maske ist keine Einschränkung von Meinungsfreiheit, sondern das Tragen der Maske appelliert an etwas, was unser Gemeinwesen ausmacht. Solidarität gegenüber denjenigen, die schwächer sind als wir. Aber wer die Maske mit dem gelben Stern vergleicht, wer sich als jemand, der die Maske nicht aufsetzen will, vergleicht mit Anne Frank, der trampelt auf den Gräbern derjenigen rum, die der industriellen Vernichtung der Nationalsozialisten als Teil des europäischen Judentums anheimgefallen sind. Und auch hier appelliere ich an diejenigen, die auf den Demonstrationen sind, als Demokratinnen und Demokraten, distanzieren Sie sich von denjenigen, die den Nationalsozialismus verharmlosen, die den Holocaust instrumentalisieren, die den Überlebenden des Nationalsozialismus, den Familien, die weinend in Auschwitz stehen, um sich das Buch der Namen anzuschauen. Sie schlagen mit solchen Vergleichen diesen Menschen, den traumatisierten Nachfolgegenerationen ins Gesicht. Hören Sie auf damit. Lassen Sie uns streiten über den richtigen Weg aus der Pandemie. Aber lassen Sie das Andenken an diejenigen, die in den Konzentrationslagern, Buchenwald bei uns in Thüringen, in Auschwitz und in vielen anderen, Sachsenhausen in unserem Nachbarland Brandenburg von Berlin aus gesehen, lassen Sie das Andenken dieser Opfer ruhen und instrumentalisieren Sie es nicht für Ihre billigen Zwecke. Vielen Dank. Danke, Herr Ministerhoff. Wir kommen jetzt zum Schlussredner. Es spricht zu uns der Bundesminister Spahn aus dem Bundesministerium für Gesundheit. Inzwischen haben Sie alle auch die Drucksache 700/20 auf dem Tisch, sodass wir sozusagen dann auch körperlich das vor uns haben, worüber wir nachher nach Ihrer Rede abstimmen sollen. Bitte schön. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, Deutschland kommt im internationalen Vergleich bisher gut durch diese schwere Zeit. Wer sich in Europa und der Welt umschaut, sieht, die Maßnahmen, die wir in Deutschland ergreifen, ja, sie sind hart, sie bedeuten viel Verzicht und viel Einschränkung, aber sie sind im Vergleich zu Maßnahmen etwa unserer Nachbarländer vergleichsweise milde. Auch wenn Einzelne gerade durchaus starke Einschränkungen erleben, sehen wir eben, dass auch in der Abwägung der unterschiedlichen Interessen wir mit dem, was wir tun, einen Unterschied machen. Und das ist ja auch eine Debatte gerade im Bundestag gewesen, auch hier, wie es darum geht, die richtige Balance zu finden. Gesundheitsschutz steht nicht absolut, sondern es ist eine Balance zu finden, weil wir mit jeder Entscheidung und jeder Nicht-Entscheidung, beides hat Folgen, ist gerade ja auch deutlich geworden, jede Alternative hat ihre Folgen. Und die Frage ist eben, welche Folgen, welche Schaden, der durch Entscheiden oder Nicht-Entscheiden entsteht, wollen wir wie tragen und ertragen. Und wir haben bis jetzt gemeinsam in Bund und Ländern in dieser Pandemie den Gesundheitsschutz, das Nicht-Überfordert-Werden der Krankenhäuser, des Gesundheitssystems, die Möglichkeit, Patientinnen und Patienten die notwendige Behandlung in guter Qualität und ausreichend geben zu können, eben sehr, sehr stark gewichtet, auch im Vergleich zu anderen Aspekten und gleichzeitig uns immer darum bemüht, nicht nur in Wort, sondern auch in Tat, etwa durch Hilfsprogramme, Unterstützungsmaßnahmen, Konjunkturpakete, den Schaden, der in anderen Bereichen entsteht, etwa in der Volkswirtschaft für einzelne soziale Härten, Kurzarbeitergeld, bestmöglich abzumildern. Und auch wenn manche besonders laut sind, und ich bin deswegen auch zu spät, weil es gerade nicht so einfach ist, vom Bundestag zum Bundesrat zu kommen, auch wenn manche besonders laut sind und
besonders aggressiv. Ich habe das im Übrigen auch erlebt im Wahlkampf in Nordrhein-Westfalen im August bei den Veranstaltungen, wie draußen Hunderte standen, Mörder, Mörder, Mörder geschrien haben. Auch wenn die laut und aggressiv sind, ist es wichtig, sich immer zu vergegenwärtigen, das ist nicht die Mehrheit. Die große Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger trägt unsere Maßnahmen nicht nur mit, sie lebt sie jeden Tag. Denn in Wahrheit könnten wir mit keinem Zwang das erreichen, was notwendig ist in einer solchen Pandemie, nämlich dass die Bürgerinnen und Bürger aufeinander Acht geben wollen, sich schützen wollen, Maske tragen, nicht nur für sich, sondern vor allem auch für die Gesundheit der anderen. Und dieses Vertrauen der großen Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger, auch derjenigen, die ja Fragen haben, zaudern, hadern, Sorgen haben, um dieses Vertrauen zu erhalten, dafür sind zielgerichtete und rechtssichere Maßnahmen zentral. Im Bundestag haben wir mit dem Bevölkerungsschutzgesetz dafür heute die nötige Grundlage geschaffen, auf deren Basis die Länder handeln können. Wir haben einiges auch in den letzten Tagen in der intensiven Diskussion miteinander noch mal neu austariert und geklärt. Die Corona-Hilfen für die Krankenhäuser, die zielgenauer werden. Und ja, Herr Ministerpräsident Bouffier, es ist am Ende natürlich sozusagen das Lernen auch aus den Erfahrungen der ersten Maßnahmen für die Krankenhäuser mit den Freihaltepauschalen, vergleichsweise pauschal und umfänglich, gleichzeitig jetzt eben es zu schaffen, zu helfen und die zu unterstützen und vor allem wirtschaftlich von Schaden frei zu halten, die in der Pandemie uns jetzt bei der Versorgung von Covid-19-Patienten helfen, die Krankenhäuser, und gleichzeitig es möglichst zielgerichtet zu machen und den Ausgleich auch zu finden. Und darum haben wir uns auch bemüht intensiv, auch die Kolleginnen und Kollegen in den Gesundheitsministerinnen und Minister in den Ländern, den Ausgleich zu finden und die Balance, den Kompromiss zwischen dem Haushaltsgesetzgeber, der mir auch einen klaren Auftrag mitgegeben hat aus den Erfahrungen, und eben dem, was notwendig ist, auch vor Ort für die Krankenhäuser. Wir haben in § 28a miteinander überarbeitet und weiter bearbeitet, die Rechts- und Innenpolitiker vom Bundestag und Bundesrat zusammen mit den Ressorts der Bundesregierung. Wir haben Zuständigkeiten, und auch das ist im Gesetz geregelt, rund um Impfzentren, die Frage, wie sie finanziert werden, die Frage, wie sie aufgebaut werden, die Verhältnisse von Bund und Ländern und übrigens bei dem Thema Impfen, ja auch genau der Lichtblick am Ende des Tunnels, den wir auch gerade besonders in diesem schweren November brauchen. Wir haben heute nochmal Daten auch von BioNTech, einem deutschen Biotech-Unternehmen, gehört, aus Mainz, die nochmal die Wirksamkeit nachweisen. Wir werden so schnell, Stand heute, wahrscheinlich einen Impfstoff haben wie nie zuvor in der Menschheitsgeschichte bei einem neuen Virus. Und es gibt ja auch Perspektive zu wissen, ja, das sind jetzt nochmal harte Monate für uns alle, aber es gibt gute Hoffnung, ernsthaft begründete Hoffnung darauf, dass es nächsten Herbst und Winter besser werden kann als in diesem, weil wir jeden Tag eben mit neuen Möglichkeiten auch mit diesem Virus umgehen können. Wir haben trotz der nötigen Eile ausführlich beraten. Der neue § 28a im Infektionsschutzgesetz greift auch hier Forderungen auf, die sich in den letzten Wochen und Monaten ergeben haben für mehr Rechtsklarheit bei den Grundlagen für die von den Ländern zu erlassenen Rechtsverordnungen. Und in Wahrheit ist ja das Infektionsschutzgesetz, das sich aus dem Bundesseuchengesetz entwickelt hat, nie ausgelegt gewesen in seinem ganzen Regelungsgehalt auf eine Pandemie von dieser Dauer. Ist gar nicht mitgedacht worden sozusagen. Und dass wir die Generalklausel des § 28 fortfolgende jetzt eben hier für diese Pandemie konkretisieren, das trägt insbesondere eben dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit Rechnung, der Wesentlichkeitstheorie, der Nachvollziehbarkeit von Entscheidungen. Die Länder gestalten diese Rechtsverordnungen in eigener Zuständigkeit aus. Nur sie können letztlich beurteilen, was vor Ort nötig ist. Und hier zeigt sich auch die Stärke unseres föderalen Systems. Die Maßnahmen richten sich sowohl an Schwellenwerten aus, als auch am Schutz von Leben und Gesundheit und an der Funktionsfähigkeit des Gesundheitssystems und bemühen sich doch gleichzeitig eben auch in ihrer Bewertung immer um die Balance mit Blick auf die Folgen in anderen Bereichen. Wir handeln gemeinsam in einer Situation, die sich keiner von uns gewünscht und wahrscheinlich nicht mal vorgestellt hat. Aber die Lage macht es eben notwendig zu handeln. Und wir tun das, um das Gesundheitssystem vor allem und zuvörderst vor Überlastung zu schützen. Es geht dabei nicht um Zahlen und Statistiken. Es geht um Menschen, um Patientinnen und Patienten, ihre Angehörige, um viel Leid auf den Intensivstationen, in den Krankenhäusern und ja, auch um Tod.
Dafür, um dieses Gesundheitssystem nicht zu überlasten, müssen wir schnell und effektiv handeln können. Und dafür bietet dieses dritte Bevölkerungsschutzgesetz eine weitere Grundlage. Wir haben in den letzten 9 Monaten in der Pandemie erlebt, dass es am besten gemeinsam geht. Gemeinsam als Gesellschaft und in der Gesellschaft und gemeinsam in der Zusammenarbeit von Bund, Ländern, Städten und Landkreisen. Der Kampf gegen das Virus und der Schutz der Bevölkerung ist unsere gemeinsame Verantwortung. Und die kann uns im Übrigen auch kein Virologe, kein Wissenschaftler, kein Experte abnehmen. Sie können Fakten und Einschätzungen geben. Entscheiden muss am Ende die gewählte Politik. Und ich finde, wir können sagen, diese Zusammenarbeit hat sich bewährt. Der Föderalismus und die Zuständigkeitsverteilung, wie wir sie haben, ist in dieser Pandemie ein Vorteil. Ich sehe nicht, auch nicht im europäischen Vergleich, dass die Zentralstaaten besser durch diese Pandemie kommen, weil wir am Ende eben auch viel mehr Kraft entfalten können in 16 Bundesländern und fast 400 kreisfreien Städten und Landkreisen. Regional differenziert und lageangemessen können wir reagieren, und das ist eine echte Stärke in dieser Pandemie. Wir können voneinander lernen und sehen, was gut funktioniert und was weniger gut. Wir können Argumente austauschen und die verschiedenen Sichtweisen einbringen. Und das zeigen ja die intensiven Beratungen zwischen Bund und Ländern. Die sind ein Wert an sich, auch wenn es manchmal schwierig ist und auch wenn es manchmal ruckelt. Aber am Ende führen sie eben zu einem gemeinsamen, zu einem guten Ergebnis. Wir erleben viele Diskussionen über demokratisch-parlamentarische Legitimation dieser Politik in der Pandemie. Legitimation dieser Politik kommt auch wesentlich über die Länder und die Städte und Gemeinden. Und die Debatten, die Bund und Länder miteinander führen, über die kommt auch Legitimation, weil eben öffentlich unterschiedliche Aspekte ausgetauscht werden. Gute, konstruktive, ja, manchmal kontroverse und ja, unbedingt manchmal auch emotionale, aber eben konstruktive, gut geführte Debatten tragen zum Vertrauen bei. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Dazu gehört auch, zuzuhören, auch selbstkritisch zu sein, im Zweifel mal eine Sekunde lang zu unterstellen, auch der andere könnte Recht haben, auch wenn es schwerfällt. Weil das am Ende eben Voraussetzung dafür ist, dass wir im Gespräch miteinander bleiben können, in einer Zeit, die uns allen viel abverlangt. Und ich finde gut, dass uns das bis hierhin gut gelungen ist, auch über Parteigrenzen hinweg. Ich bin überzeugt, wir werden damit dem Ernst der Lage und unserer demokratischen Verantwortung gerecht. Die Pandemie verlangt uns viel ab. Die Maßnahmen sind eine bittere Medizin, aber sie sind eine wirksame Medizin. Und wir haben auch Grund zur Zuversicht. Wir haben das exponentielle Wachstum ein zweites Mal gestoppt. Das zeigen die Zahlen der letzten Tage. Wir sind wieder trittsicherer. Wir sind noch nicht über dem Berg. Die Zahlen müssen ohne Zweifel runter. Aber wir haben zum zweiten Mal gemeinsam und im Zweifel auch früher als viele andere Staaten auf der Welt die zweite Welle, das exponentielle Wachstum gestoppt. Das zeigt, wir wissen, wie es geht. Jetzt heißt es eben, konsequent zu bleiben, nicht aufzuhören, sondern weiter daran zu arbeiten, die Zahlen, das Virus so unter Kontrolle zu bringen, dass wir eben Zug um Zug jeden Tag besser die Balance zwischen Alltag und Gesundheitsschutz finden können. Denn darum geht es ja. Das Virus ist dynamisch, wir müssen es auch sein. Wir lernen jeden Tag dazu. Und das ist alles angelegt in diesem Gesetz. Es ist das dritte Bevölkerungsschutzgesetz in 9 Monaten. Das zeigt ja, dass wir die rechtlichen Grundlagen, auf denen wir agieren und handeln im Bund und in den Ländern, immer wieder anpassen an die Lage. Und zwar durch Parlamentsentscheidungen anpassen an die Lage. Testen, Schutzkonzepte, vulnerable Gruppen, Impfen, die Maßnahmen, die ergriffen werden, all das ist angelegt in diesem dritten Bevölkerungsschutzgesetz. Und deswegen bitte ich Sie für weiter gemeinsames, erfolgreiches Agieren in dieser Pandemie, in dieser schwierigen Zeit um Zustimmung. Herzlichen Dank, Herr Bundesminister. Ihr Appell ist nicht auf taube Ohren gestoßen, denke ich. Wir werden weiter gemeinsam diese Herausforderung bewältigen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, wir müssen jetzt darüber befinden, inwieweit wir heute die Sache zur Entscheidung bringen. Sie haben noch die Protokollerklärung. Das kommt noch, ja. Vorher müssen wir aber noch diejenigen, die
hätten reden können, aber es per Protokoll erledigen wollen, fürs Protokoll noch mal aufrufen. Herr Staatsminister Dr. Herrmann aus Bayern, Frau Bürgermeisterin Popp aus Berlin und Frau Ministerin Dr. Reimann aus Niedersachsen haben ihre Erklärungen zu Protokoll gegeben, sind dann also auch nachlesbar. Und wir müssen jetzt darüber als erstes entscheiden, dass wir heute in der Sache in diesem Hohen Hause die entsprechende Beschlussfassung herbeiführen wollen. Wer dafür ist, den bitte ich um das Handzeichen. Das ist eine klare Mehrheit, die zwar noch pendelt hier, aber deutlich über 50 zu liegen kommt. Dann danke ich dafür. So können wir also das Gesetz entsprechend zur Abstimmung bringen. Das Gesetz bedarf der Zustimmung des Bundesrates. Wer stimmt diesem Gesetz zu? Das sind jetzt stabil 49 Stimmen, eine Mehrheit. Da danke ich ganz ausdrücklich dafür. Wir haben also unsere Pflicht erfüllt, Herr Bundesminister, sehr geehrte Damen und Herren. Und ich möchte